Hey, herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy 8. Ja, im letzten Part habe ich am Ende gesagt, dass wir in die Lunatic Pandora wollten. Aber ich habe mir was anderes überlegt. Jetzt muss ich kurz... Ne, das war der falsche Knopf. Super. So. So, gebe ich Gas. Wir knüppeln jetzt erstmal... Ah, so gehe ich hoch, alles klar. Wir knüppeln jetzt erstmal... Wo knüppeln wir hin? Wo wollte ich hinballern? Zur Ruine. Ich glaube, das ist eine Ruine, zumindest. Bin ich hier überhaupt richtig? Nee, ich glaube, ich muss da unten hin. Oder? Verdammt, muss ich hier hin? Ich weiß nicht genau. Ich muss hier mal umgucken. Könnte aber auch sein, dass ich nach... Ich muss glaube ich, nach oben. Komm, fliegen wir einmal hier. Einmal ein bisschen Gas hinter. Hier ist das, glaube ich. Nee. Ist das? Nee, da bin ich nicht hin. Nein, hier bin ich auch falsch. Verdammte Scheiße, wo war das denn jetzt? Hier die Ruine, die... ich komme nicht drauf. Bin ich hier denn? Nein, hier bin ich falsch. Nein, wo stand die denn nochmal, verdammte Kacke? Nein, die war unten. Alte Scheiße, ich werde irre. Gib mal ein bisschen Gas jetzt hier. Leg mal nächsten Gang rein. Hier muss die irgendwo sein, glaube ich. Verdammte Scheiße. Ich hätte mir vielleicht vorher mal im Internet erkundigen sollen, wo die ist. Aber hier müsste die doch irgendwo oder nicht. Na, ich werde irre. Ich glaube, die ist hier nicht. So ein Mist. Wo ist die? Ja, ich komme jetzt nicht drauf. Die Ruine mit... Ach, alter Scheiße. Die Ruine vom... Wo Odin ist. Ne, hier ist das. Was haben wir denn hier für eine Wüste? Das kann nicht sein. Nein, nicht. War das oben? Verdammte Kacke, ich weiß es nicht. Oder war das vielleicht sogar auf dem Kunden? Nein. Nein, hier war das nicht. Oder war hier die Ruine mit Odin? Vielleicht da unten irgendwo? So ein Kacktrick. Ne, da ist Winhill. Da wollen wir aber nicht hin. Da haben wir das Gefängnis. Ist auf keinen Fall richtig. Hier ist sie auch nicht. Alte Scheiße. Deling City ist auch definitiv nicht richtig. Alte Scheiße, ich flipp gleich aus. Dann muss die hier oben sein. Nein, hier war ich gerade schon. Hier will ich nicht hin. War die denn hier? Ich bin mir nicht sicher. Alte Kacke, ich fliege hier schon 28.000 Stunden rum. Meinst du, ich finde die Kacke? Das kann doch nicht sein jetzt. Ja, wo, was ist das denn hier? Das ist ja mal ein dicker Wald. Ja, das kann doch jetzt nicht sein. Das kann doch nicht sein. Ich weiß nicht mehr, wo die Scheiße ist. Das macht mich richtig aggressiv gerade. Der Blickwinkel ist auch zu klein. Also nicht der Blickwinkel, die Sichtweite. So. Finde ich.
Aber das kann doch nicht sein. Alter. Das kann doch nicht sein. Alte Scheiße. Warte mal, wir sind auf jeden Fall mit dem Garten auch da gewesen. Das sieht doch gut aus hier. Hier müsste so irgendwo stehen. Ach, das kann doch jetzt nicht. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Da ist er doch, verdammte Kacke. Alte Scheiße, ey. Mein Gott. Boah. Okay. So. Da müssen wir jetzt rein. Da holen wir uns dann Odin. Das Problem ist, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir haben. Ich glaube, wir müssen innerhalb von 20 Minuten bei Odin sein und den umhauen. Wenn diese 20 Minuten rum sind, da, oben läuft der Timer. Sobald diese 20 Minuten rum sind, sterben wir. Mein Name sei Odin. Das ist ja alle Knüller. Hast noch was zu sagen? Nicht? Alles klar. So, wo sind wir hier? Okay. Ich weiß auch nicht mehr, ob es hier noch irgendwo irgendwas gab, aber wir können ja auf jeden Fall wieder hier rein. Erstmal müssen wir uns jetzt Odin schnappen. Aber wie? Ah, jetzt geht's weiter. Ja, das ist doch prächtig. So. Hier ist nix, okay. Kommen wir hier lang? Ne, hier können wir auch nicht lang. Aber ich glaube, hier können wir hoch. Genau, hier können wir hoch. Dann lass mich mal klettern. Okay, wir mussten, glaube ich, auf die andere Seite. Absolut kein Problem. Das interessiert mich nicht. Hier geht's nicht weiter, das ist ja super. Kann ich hier rüber? Nee. Was ist denn jetzt? Hopp. Kann ich jetzt hier? Nein. Ich kann natürlich nicht rüber. Ich muss erst wieder runter auf die andere Seite und dann wieder hoch. Das ist ja fantastisch. Okay. Aber 18 Minuten noch, das ist überhaupt kein Problem. Das sollten wir locker schaffen. Weil es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man holt sich Odin, bevor man in die Lunatic Pandora geht, oder danach. Warum und was da passiert, das werde ich jetzt an der Stelle noch nicht verraten. Aber das werdet ihr auf jeden Fall sehen. Und ich glaube, es ist so ganz interessant zu sehen, was passiert, wenn man ihn sich holt. Weil wenn man sie nicht holt, dann passiert halt nichts. Was ist denn jetzt hier los? Dann läuft halt alles ganz normal weiter, wenn man sich die erst danach holt. Beziehungsweise ihn. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich habe da jetzt irgendeinen Mechanismus angemacht, aber was passiert? Hallo? Okay. Ah, ich glaube, da unten leuchtet was. Ich weiß nicht, ob das vorher schon... Nee, jetzt, haha, siehst du wohl. So, müssen wir hier einmal dran? Ah, sehr schön. Kommt dann eine kleine Treppe. Okay, hier gibt's nix. Oder? War hier was? Nein. Nein, hier auch. Können wir hier hoch? Ja, hier können wir hoch. Ja, guck mal an. Was ist denn da los? Das linke Auge der Statue leuchtet. Nehmen. Das rechte Auge habe ich nicht. Was?
Ja, lassen. Jetzt nicht. Wir gehen jetzt erstmal wieder hier runter. Einfach mal einkassieren. Ich weiß nicht genau, ob wir das ganz oben irgendwo einsetzen müssen. So, wo geht's hier? Geht's hier noch weiter hoch? Nein, hier geht's nicht mehr weiter hoch. Warte, hier kommen wir noch weiter hoch. Na, was passiert? Ah, da haben wir es doch. So. Linkes Auge einsetzen. Lassen. Ah. Oh mein Gott, jetzt brauche ich auch noch was zum Schreiben. Oh, und die Zeit läuft weiter. Ich habe keinen Stift. Ich habe keinen Stift. Alter. Oh, ich habe keinen Stift. Ich habe keinen Stift. Moment. Warte doch. Hier, Tastenfeld. Einfach mal die Nummer anrufen. 4442. Toll. Das hätte ich mir auch mehr. Na, egal. Jetzt habe ich es mir mal notiert. Okay. Bloß, wo muss ich den Code eingeben? Alte Scheiße. Ich habe keine Ahnung. Kommen wir hier hinten durch? Ne. Wo muss ich den Code denn eingeben? Hier? Ne. Ah, warte mal. Ich muss die Augen wiederholen. So, gib mir mal beide Augen. Ich glaube, die muss ich nämlich unten einsetzen. Und dann öffnet sich da eine Tür. So, gib mir mal beide Augen zurück. Gib mir das auch. Glaube ich zumindest. Ich will's hoffen. So viel Zeit haben wir nicht mehr. Ich glaube, die Tür hier unten geht dann auf. Die sieht schon so verdächtig aus. So. Ja, hopp. Ach, lass die da unten stehen, Mann. So. Klick. Hallo? Ja, genau. Einsetzen. Und das auch einsetzen. Aha. Was stand da jetzt? Ich habe keine Ahnung. Das war 7... 4... 4... 4... 2... Yes! So, jetzt müssen wir wieder hier runter. Nur gib Gas. Oh, warte mal, mir fällt gerade was ein. Okay, das haben wir alles vollgekoppelt, ist. Alles klar. Da sitzt er. Guckt ihn euch an. Da sitzt er. Seid willkommen. Seid bereit. Euch gebührt keine Gnade. Tod den Schwachen. Glorie dem Sieger. Ob meine Klinge als euch... ob meine Klinge als Beute ihr dienet. Diese Klinge solltet ihr brechen, so werdet ihr erhalten ein Schwert. Nun auf zum Duell. En garde! Wie viel Zeit haben wir denn? Ach, 12 Minuten. Ohne Probleme. Warte mal, was habt ihr denn? Haben wir mal voll, ne? Doppel haben wir auch voll. Naja, hier auch einfach drauf. Rapunzel! So, Angriff. So, da auch einmal. Na, das dauert mir alles ein bisschen lange hier. Rapunzel! Lebensenergie hatten der. Immer schön drauf. Na, der ist schon fertig. Siehst du mal. So, sehr schön. Odin-Karte. Prächtig. Fabelhaft, ihr schwächlichen Menschen. Meine Klinge solltet ihr erhalten.
Wann immer ihr euch nach Hilfe sehnt, werde ich zur Stelle sein. Das ist wohl, jetzt ist er hier weg. Und wir haben Odin. Das ist eine passive, passive GF. Also da können wir eigentlich nichts mit machen. Der taucht irgendwann in irgendwelchen Zufallskämpfen auf und beendet den Kampf. Der säbelt dann den Gegner in zwei und dann hat sich die Sache. Warte mal, mir fällt da gerade was ein. Zeig mal. Lass mich mal was gucken. Nee, irgendwie. Weil es. Ja, doch, mega. Mega Potion. Nee, nee. Hier gibt es noch eine. Irgendwie Mega Phönix Feder. Mega Phönix. Irgendwie sowas. Wenn man die benutzt, im Kampf kommt, glaube ich, Phönix. Und der behält dann sämtliche Charaktere. Und sobald man das Ding dann einmal benutzt hat, kommt der dann auch. Es kann passieren, dass der kommt, wenn sämtliche Leute aus der Gruppe kaputt sind. Nicht wahr? Hier dürfte Odin eigentlich auch gar nicht auf. Nee, taucht auch nicht, siehste. Der taucht einfach in irgendwelchen Zufallskämpfen dann zwischendurch auf. Jetzt gehen wir mal da runter. Einmal komplett raus zum Speichern. Dann müssen wir nochmal wieder rein. Denn hier kriegt man noch eine weitere GF. Aber das sehen wir dann erst im nächsten Part, wie man die kriegt. Und vor allem, wer das ist. So, wollen wir eben hier rausgehen? Genau. So, einmal komplett raus. Prächtig. Jetzt einmal speichern. Speichern wir mal hier oben. Sehr schön. Dann würde ich jetzt sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Macht's gut.